willkommen heute zum Sunday Talk am dritten Advent. Ich finde es schön, dass ihr alle wieder dabei seid bei unserem Sunday Talk. Heute der Talk Nummer 30. Ja, was haben wir für ein Jahr und was ist das für eine Zeit? Ich muss schon sagen, sehr speziell. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber es ist einfach für uns auch eine ganz andere Zeit als sonst und ich denke für viele andere auch. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das für euch empfindet. Und ich habe heute auch mal wieder ganz besondere Gäste, und zwar das Power-Pärchen Daniela und Michael Sandfoss. Ich finde es auch sehr schön, dass sie heute hier bei unserem Talk dabei sind. Sie sind ja auch mal ein bisschen und haben viel um die Ohren und gerade das Jahresendgeschäft und viel zu tun. Aber jetzt sehe ich, er ist schon im Chat und der liebe Michael, den holen wir jetzt hier mal rein. Um eine kleine Sekunde Geduld. Wir warten kurz auf die Verbindung, dass die aufgebaut wird. Und es klappt auch. Sehr, sehr schön. Hallo, ihr zwei. Hallo. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Wunderbar. Es geht uns gut, ja. Wir können nicht klagen. Wir sind gesund und wir haben es uns gut eingerichtet, ja. Ja, das ist auch das Wichtigste in dieser Zeit. Ne? Das sieht man auch bei euch, ist schön gemütlich, so wie es eigentlich sein sollte. Ihr seid ja auch immer sehr, sehr busy in eurem Beruf. Und Daniela, du hast ja dann dein Netzwerk Brain and Soul ins Leben gerufen. Ja. Und wie kam es eigentlich zu dieser Idee? Das Ganze hat eigentlich eine Geschichte von an die 20 Jahre. Also Anfang 2000 fing ich an, eine Ladies Lounge einzurichten im Arabella Sheraton Grand Hotel. Die baten mich darum, ja, so ein bisschen Opinion Leader Frauen zu einem Abendessen einzuladen. Und das waren so die ersten Schritte zum Netzwerken. Also da war die Dr. Marion Kiechle dabei, da waren wirklich tolle Frauen dabei, Chefredakteurinnen. Ja, und dann haben wir 2006 die Weimarer Visionen gegründet. Mein Mann, Dr. Bauhofer und ich und danach noch zwei weitere Gesellschafter, die dabei waren. Und das haben wir 10 Jahre lang ein ehrenamtliches Projekt gehabt, die Weimarer Visionen, die Festspiele des Denkens in Weimar. Mhm. Auch ein großer interdisziplinärer, interkultureller Austausch zu den großen Fragen der Menschheit. Aber das klingt sehr interessant, ja. Ja, das war auch wirklich, das waren 3 Tage ein unglaubliches, geistiges, emotionales, historisches Festival in Weimar, was wir wirklich über 10 Jahre gemacht haben. Das klingt wirklich spannend. Ja, und dann hast du Brain and Soul. Und dann habe ich genau innerhalb der eine Akademie gegründet. Wir haben dann die Audi Inspiration ja auch gemacht. Das war ja dann ein Auftrag, den wir bekommen haben, für Audi das zu machen. Und ich habe dann aber das Brain and Soul Netzwerk schon gegründet mit der Brain and Soul Network Night. Über 3-4 Jahre, die im Hotel 4 Jahreszeiten 2-mal im Jahr stattgefunden hat und in der Villa Kennedy in Frankfurt. Ja, und vor 3,5 Jahren habe ich dann den Brain and Soul Network Club ins Leben gerufen. Und da fühle ich mich wirklich ein Stück weit schon angekommen, natürlich aber immer in dem Konsens der Entwicklung. Und sehr erfolgreich. Ne? Du hast nicht wenig Mitglieder, muss man auch dazu sagen schon, oder? Ich habe die großartigsten Mitglieder. Ich habe wunderbare Mitglieder, auch ganz großartige Ehrenmitglieder. Ja, von Jens Korsen, Dr. Bauhofer bis hin Monika Schedin, Dr. Karl-Heinz Rauscher. Also es sind wirklich großartige Menschen, die eben auch zum Verbund der Member dann gehören und auch zu den Clubabenden kommen und auch immer ansprechbar sind für uns. Mhm. Ja, das ist super. Und eure Philosophie, kannst du die mal kurz erklären für unsere Zuschauer? Von Brain and Soul. Ja, die Brain and Soul Philosophie basiert daraus, gleichgesinnte Menschen, interdisziplinär, von Unternehmer, Führungskräften, Ärzten, Young Professionals, Startups, Menschen wie du und ich zu finden, mit Brain, mit Soul, mit Open Mind und mit Herz. Und die resonieren auf dieses Brain and Soul, auf mich, auf uns, und ich muss da auch keine große Werbetrommel rühren. Meine Member kommen, die kommen einfach, ja. Durch Empfehlungen, durch die Social Networks, durch das, was auch in den, was auf YouTube, was mein Mann auch mit den Talks macht. Also wir haben da ein breites Feld und irgendjemand wird immer wieder angesprochen und ist zum Schnuppern dabei und bleibt dann dabei. Das ist auch schön, dass ihr das gemeinsam macht, finde ich. Oft ist es ja, dann ist nur einer dabei, aber das ist ja eigentlich, du hast es zwar ins Leben gerufen, aber
Dein Mann ist ja trotzdem voll mit dabei und unterstützt dich und moderiert das auch und Ja, er ist mein Beirat und mein Spiritus Rector, worüber ich Gut. sehr dankbar bin. Er macht die Talks. Wie gesagt, ich Ja. bin die Vorständin, auch die Gründerin. Und Michael, ja, unterstützt mich dabei sehr schön. Und das macht das Ganze dann auch erst rund, weil er eben auch ein Teil davon ist, ja. Finde ich sehr, sehr schön. Und Michael, du hast ja auch einen Blog. Du bist ja eigentlich auch Blogger. Ja. Ein etwas anderer Blogger. Und wenn man das bei dir liest, bei dir ist es immer ganz, du sprichst immer von Positive Mindset. Was genau kann man denn jetzt so darunter verstehen und wie kann man sich das auch erhalten? Naja, im Grunde genommen geht es darum, dass alles, was einen gut drauf sein lässt und in diesen Zeiten gesund sein lässt und Zuversicht produziert, dass mich das interessiert. Ich habe da sehr viel im Laufe der letzten Jahrzehnte kennengelernt und auch, ja, auch übe einiges ein immer wieder. Und ich möchte das ganz gerne weitergeben. Und das mache ich eben auch im Zusammenhang mit Brain and Soul, mit diesen Talks, oder schreibe auch mal einen Artikel darüber. Aber da möchte ich eben das eben auch den Menschen weitergeben, was mir geholfen hat oder was mir hilft. Und was hat dir speziell geholfen? Na, im Grunde genommen ist es eine Mischung aus einer guten Lebensphilosophie, aus Körper-Geist-Training, da gehört Meditation mit dazu, wie TM oder Zazen, Qigong und so weiter, natürlich Yoga, eine gute Ernährung und viele Dinge, die eben zusammenkommen, um am Ende resilient zu sein in diesen Zeiten und ja, gut drauf zu sein und dann eben auch seine PS auf die Straße bringen zu können, weil um das geht es ja gerade jetzt. Ne? Würdest du denn sagen, dass euch die Meditation dazu sehr geholfen hat, so zu einer Balance zu finden oder zu mehr Gleichgewicht oder zu mehr Ausgeglichenheit? Also ich persönlich kann mir ein Leben ohne Meditation gar nicht Ich auch vorstellen. nicht. Also ich denke, es ist natürlich so eine Vorstufe zu einem grundsätzlichen Verbundensein mit dem Leben. Aber es ist eine gute Übung und diese Art des Beobachtersein seiner eigenen Gedanken und Gefühle ist natürlich auch sehr hilfreich im Allgemeinen und macht einen einfach freier. Und im Grunde genommen ist es ja so, dass man ja alles wichtig nehmen sollte, aber eben nicht zu ernst. Und das kriegst du nur hin, wenn du eine gewisse Distanz hast. Vielleicht eine ironische Distanz und insbesondere auch zu sich selber, zu den eigenen Wehwehchen und Emotionen. Ja, die Meditation schafft viel Vertrauen ins Leben und auch eine große Komponente der Hoffnung. Schön, Also schön, das ja. ist, was eben auch gerade jetzt in diesen fordernden Zeiten und diesen anspruchsvollen Zeiten unglaublich wichtig ist. Und ich merke, wie wir darüber sehen, wie wir wirklich damit umgehen können. Natürlich hat jeder auch mal seine Durchhänge, aber trotzdem nach beinahe 20 Jahren Meditation merkt man schon, dass man, ja, dass man mit seinem Innersten verbunden ist und daraus Kraft ziehen kann und mit diesen Zeiten gut umgeht. Schön. Wie lange meditiert ihr so täglich? Oder unterschiedlich. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Also ich habe eine Praxis von ungefähr 25 Minuten Zazen morgens, dann die 5 Tibeter und dann Yoga. Dafür stehe ich halt dann lieber ein bisschen früher auf, weil es kann auch mal eine Stunde dauern. Nachmittags ganz gerne mal TM. Das finde ich besonders angenehm, gerade in den Nachmittagsstunden oder gegen Abend oder auch mal im Bett. Das ist so meine Praxis. Ja, meine Praxis, ich mache morgens ein paar kleine Übungen, auch Meditationsübungen. Wenn ich nicht dazu komme, dann mache ich es nachmittags. Aber ich hatte viele, viele Jahre, wo ich zweimal am Tag 20 Minuten meditiert habe. Schön, Und sehr schön. man soll es auch nicht abbrechen lassen, man kann es wohl minimieren, aber gerade in den Zeiten, wo man am wenigsten Zeit hat und wo es eigentlich am engsten wird, sollte man am meisten meditieren. Es gibt ja den So ein Spruch, Spruch, ja. wenn man wenig Zeit hat, dann muss man noch mehr meditieren, Ja, weil da ja. stimmt was nicht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ich finde, den meisten Menschen, also die ich so kenne, die sagen, die meditieren, das sieht man den meisten auch an. Und ich finde, ihr habt ja auch irgendwie so eine gute Ausstrahlung. So, das, also irgendwie merkt man das, finde ich, wenn jemand so bei sich ist und irgendwie ausgeglichen wirkt und so. Das hat immer so eine spezielle, gute Ausstrahlung. Das
Darf ich euch sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Barbara. Du wirkst aber auch auf uns genauso. Gleich und gleich zieht sich ja an. Ne? Ja, genau. Du und ihr seid ja auch schon ein Pärchen, was schon wirklich lange, darf man sagen, zusammen ist. Wie habt ihr euch denn kennengelernt damals? War das irgendwie im Studium? Ja, das war während dem Examen haben wir uns im P1 kennengelernt. Ach, wie cool. Naja, ich kannte sie schon, aber ich kam nicht an sie ran. Und im P1 gab es dann irgendwann mal die Gelegenheit. Ja, also ja, mein damaliger Freund, der wollte nicht ins P1, sondern bin ich alleine gegangen. Das war ein Fehler. Ausgehen macht Freunde fürs Leben. Ja. Das finde ich ja schön. Das sollte man sich auch behalten. Dass man, ihr seid ja auch jemand, der großen Freundeskreis. Normalerweise geht ihr auch gern weg. Ihr liebt das Leben. Das ist auch, was würdet ihr denn sonst noch so sagen? Wie schafft man es denn, so lange eine tolle und glückliche Verbindung oder Beziehung aufrechtzuerhalten? Möchte ich erst mal hören, was meine Frau sagt. Also es geht um Leben und Leben lassen. Es geht darum, glaube ich, nach so vielen Jahren, ja, dass man nicht unbedingt vom Partner erwartet, dass er einen glücklich macht. Dass die Liebe zum Leben, zu sich selbst wirklich so viel Kraft gibt, dass man den anderen auch in einer gewissen Bedingungslosigkeit so sein lassen kann, aber andererseits ihm auch den Freiraum gönnt, um seine Talente auszuleben oder seine Interessen. Und das hat sich bei uns beiden sehr bewährt, muss man sagen. Andererseits haben wir aber auch viele verbindende Dinge, die wir gemeinsam machen und die wir beide lieben. Also es ist nicht so, dass da jeder sein eigenes Leben lebt. Im Gegenteil, wir haben die gleichen wissenschaftlichen, spirituellen, philosophischen, gesellschaftlichen, sportlichen Interessen. Also wir machen wirklich viel miteinander. Und trotzdem lassen wir aber den anderen auch so sein, wenn er einfach noch ein paar andere Dinge pflegt oder gerne macht, die jetzt nicht unbedingt das Meinige sind. Mhm. Schön, finde ich sehr, sehr schön. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer, wichtiger Punkt. Gute Einstellung. Und Michael? Was? Ich könnte jetzt natürlich sagen, happy wife, happy life. Ja, genau. Aber ich denke, was Daniela gesagt hat, also ein gewisser Freiraum ist für uns beide sehr wichtig, weil wir sehr freiheitsliebende Wesen sind. Und ziemlich aktiv eben, das muss ja auch nicht immer alles zusammen sein. Und ja, dass man eben gemeinsame Interessen hat, das hast du ja schon gesagt, das ist ja auch mit den spirituellen Meditationstechniken und so weiter, das machen wir schon ewig und 3 Tage zusammen, alle möglichen Kurse haben wir gemacht und so weiter. Also da gab es sehr viele Dinge, die uns im Laufe der Jahrzehnte, kann man ja sagen, verbunden hat. Und trotzdem kann jeder so auf eigenen Füßen stehen, weil wir haben natürlich auch mal auch schon Krisen gehabt und die haben wir dann im Prinzip auch damit überwunden, dass wir eben auch gelernt haben, dass wir selber auch eigenständig sein können und müssen. Und dazu gehört eben auch, wie Korsen immer so schön sagt in seinem neuen Buch, die Liebe zum Leben an sich und die Verbundenheit und eben auch die Liebe zu sich selbst. Und das ist eigentlich die Grundlage für meines Erachtens für jede gute Beziehung. Solange man bedürftig ist und der andere einen glücklich machen muss, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Glaube ich auch. Wichtig ist ja auch, dass man in so einer Krise dann einfach wieder zusammenfindet. Also, na klar. Aber ich denke, jede große, lange Beziehung hat ja Wellenbewegungen und Krisen. Absolut. Die Frage ist ja nur, wie man da durchgeht und ob man sich dabei entwickelt und welche Transformation oder nicht man durchmacht. Ich bin jetzt kein großer Freund von serieller Monogamie oder rumtindern. Das ist jetzt, glaube ich, das ist nicht jedermanns Sache. Und ich glaube eigentlich im Prinzip auch ganz fest an das Konzept von Familie. Und auch doch 3 Kinder. Ne? Eben, wir haben 3 Kinder und das ist, glaube ich, für uns beide wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt, was wir zustande gebracht haben. Also die jahrzehntelange Brot- und Aufzucht, wie ich immer so schön sage, die hat natürlich uns sehr geprägt. Und es ist auch wahnsinnig schön, wenn man dann sozusagen erlebt, was daraus geworden ist. Dass jeder in sein Potenzial kommt und jeder sein Potenzial lebt. Also das war unser größtes Anliegen, ihnen wirklich das zu ermöglichen, dass sie zu sich selbst und zu dem finden, was sie wirklich tun wollen im Leben. Also da sind wir sehr, sehr happy und sehr stolz und glücklich, dass... Und sind eng verbunden, wir 5. Also unsere 3 kommen wahnsinnig gern nach Hause. Unsere Älteste lebt in Berlin, der Jüngste in Frankfurt, Josephinchen, die Mittlere lebt in München.
Und sie kommen wahnsinnig gern. Und wir haben einen ganz engen Familienverbund. Und das ist das größte Geschenk. Also wie gesagt, wir haben sicher nicht immer alles richtig gemacht. Aber man sieht heute in dieser Verbundenheit, dass es letztendlich unterm Strich gut war, was wir gemacht haben. Ja, ja, das ist klasse. Treten die so ein bisschen in euren Fußstapfen? Oder machen die ganz was anderes? Die Große ist angehende Ärztin. Also die hat sich der Medizin verschrieben. Das ist ja auch dein Lieblingsfach. Ne? Ist auch eins meiner großen Interessen, ja. Wo ich mich auch sehr damit beschäftige, viel lese. Also in Wahrheit stehen Berge von Büchern zum Thema Medizin und auch alternative Heilmethoden und alles wirklich. Ich liebe auch Biohacking. Jedenfalls Josephinchen, die hier in München studiert hat, die ist Kunsthistorikerin und Philosophin. Sie ist aber jetzt mittlerweile in der IT-Branche sehr erfolgreich. Und unser Jüngster ist ein richtiger Businessman, Finance-Man, hat seinen Master in St. Gallen gemacht und lebt in Frankfurt. Ja. Also auch ganz unterschiedlich alle. Das ist ja alle sehr unterschiedlich. Ja. Ich erkenne sehr viele beruflichen Qualitäten in meiner jüngsten Tochter. Zum Beispiel Sales. Ja, gut. Fähigkeiten, die Fähigkeit, mit Menschen anzudocken und so weiter. Ja. Also, man findet das ganz interessant, wenn man so bestimmte Teile von sich auch wieder belebt in den Kindern sieht. Ne? Ja, es ist ja so eine Ehre auch irgendwie. Das ist so schön, glaube ich. Ne? Weiß man auch irgendwie, dass man was richtig gemacht hat. Was ist euch im Leben denn noch wichtig, also außer euren wunderbaren Kindern? Also vieles. Also sehr vieles. Also willst du anfangen? Also dir ist ja dein Club. Wie gesagt, nachdem meine Kinder aus dem Haus sind, sind jetzt meine Member meine Kinder. Ja, ist doch schön. Das ist auch, es scheint schon meine tiefste Berufung zu sein, Menschen zusammenzubringen und für ihnen Input zu vermitteln für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Andererseits ein wunderfreundliches, herzliches, befeuerndes Miteinander zu haben, wo viele Synergien entstehen. Und genau das passiert in der Brain and Soul Familie. In der mittlerweile doch recht großen Brain and Soul Familie. Ja. Also letztendlich bin ich auch jemand, der immer weiter, der sehr gerne lernt, der sehr gerne liest, also all diese Dinge, die ich inhaliert habe in den vielen, vielen Jahren, gebe ich auch gerne weiter. Und möchte, dass andere es auch so beflügelt wie mich. Schön, das ist schön. Ihr habt doch immer ganz unterschiedliche Themenabende. Das finde ich auch Ja, toll. Also wir haben Themenabende von, wie gesagt, von Persönlichkeitsentwicklung mit Jens Korsen bis hin zur Gesundheit, bis hin zu Businessabenden. Also ich inkludiere alles eigentlich, aber ich habe eben auch Top-Speaker, die immer in den Club kommen und sprechen. Und das sind schon wirklich die Hochkaräter und ich glaube, da nimmt auch jeder mit was in sein Leben. Und fühlt sich angesprochen, fühlt sich berührt. Weil nur das, was dich berührt, kannst du auch in dein Leben integrieren. Rein kognitiv ist wunderschön, aber es sollte schon auch so kohärent sein, dass in irgendeiner Weise deine Sinne oder dein Herz angesprochen ist. Dann hilft es dir auch, es in deinem Leben umzusetzen. Das hast du sehr schön gesagt. Dem kann man eigentlich kaum noch was hinzuzufügen, Michael, oder? Ja, jeder hat so seine, Daniela hat so ihre Mission. Ich merke, dass je älter ich werde, dass ich sozusagen große Freude daran habe, das, was mich aufgestellt hat, im Leben weiterzugeben. Also das ist jetzt auch kein kommerzieller Ansatz und das ist eigentlich mehr, dass ich da das innere Bedürfnis dazu habe. Deswegen mache ich dann auch gerne solche Brain and Soul Talks. Und, die machst du auch ganz toll. I do my very best. Ja. Aber ich mache es auf jeden Fall gerne und leidenschaftlich. Gegenseitiger Respekt, ganz super. Also das ist etwas, und das ist eigentlich ein Teil meiner spielerischen Haltung des Selbstausdrucks, weil ich mich wahnsinnig gerne ausprobiere und deswegen auch noch leidenschaftlich Business mache, weil es mir einfach wahnsinnig Freude macht, mit Menschen zusammen zu agieren. Und insofern ist es für mich wichtig, einfach Spielfelder zu haben, an denen ich mich ausprobieren kann. Und da gebe ich dann halt auch immer 100%. Und das sei es jetzt, auch wenn ich jetzt mal Musik mache und mal singe oder so, das ist natürlich jetzt nicht, dass ich jetzt beruflich da jetzt Sänger werden will, aber das ist etwas, wo ich merke, dass wenn ich Teile in mir belebe und kultiviere, die auch über den Business-Tellerrand hinausgehen, dann
wirkt sich das dann hinterher auf alles aus. Also ich kann nur jedem empfehlen, möglichst sich auszuprobieren, mutig zu sein und eben keine Scheu zu haben und so weiter, weil am Ende zählt nur das, was du erlebst und für dich erfahren hast und so weiter. Und ich glaube, am Ende würde man wahrscheinlich all das bedauern, was man nicht gemacht hat. Und da habe ich schon einiges experimentiert in meinem Leben und werde sicher auch noch die eine oder andere Überraschung bringen. Also das ist eigentlich so meine Einstellung. Das ist diese spielerische Haltung, die eigentlich dem Ganzen zugrunde liegt. Und also alles möglichst wichtig, aber nichts zu ernst zu nehmen. Und zum Thema Beziehung, das habe ich vorher vergessen zu sagen, ist, glaube ich, Humor sehr wichtig. Weil wenn ich zu ernst werde, das gefällt meiner Frau überhaupt nicht. Und dann habe ich eine gewisse Humorkultur entwickelt, die sich so zwischen Ironie und Theater sozusagen so hin und her schwingt. Und ich glaube, da muss auch jeder immer gucken, dass er eben diese Art von, ich nenne es ja immer Romantisierung, weil ich da ja mich sehr stark mit dieser romantischen Disruption und mit den romantischen Themen beschäftigt habe im philosophischen Sinne. Das gehört eben auch in die Ehe rein und das gehört ins Leben rein. Also muss ich selbst und andere romantisieren und produziert so eben Sinn und Würde und Überraschung und Geheimnis und alles, was einem so Freude macht. Sehr gut, das ist auch ein großes Geheimnis einer langen und guten Partnerin. Doch, da ist er gut drin. Michael, wenn du noch ein bisschen zu deiner Frau rückst, das wäre so. Da bin genau ich auch drauf. Ja, jetzt bist du nämlich wieder perfekt im Bild. Sehr gut. Gut. Ja. Habt ihr denn auch so eine Art Leitspruch oder Lebensmotto? Also mein Lebensmotto ist wirklich, ich liebe das Leben und das Leben liebt mich. Gut. Gut. Das finde ich schön. Das finde ich kurz und knackig. Ja, gut. Sehr gut. Und bei mir würde ich mal sagen, ist das ganze Thema im weitesten Sinne Romantisierung. Also die analoge Romantisierung, die am Ende Sinn bringt und Freude und Würde und Geheimnis und Überraschung und alles, was das Leben lebenswert macht. Also insofern kann man da gar nicht genug machen. Und in diesen Zeiten ist natürlich weniger mehr. Da muss man sich gut überlegen, welche Spielfelder man wie betritt und wie man agiert. Toller Leitspruch, schreibt gerade jemand, finde ich auch, finde ich ganz super. Du, was verbindet euch denn noch so? Also ihr macht Sport, was macht ihr eigentlich noch für Sport, ihr zwei? Ja, also unsere verbindende Geschichte ist eigentlich das Yoga. Ah, gut. Und auch das, ja, wir laufen sehr gerne zusammen. Wir sind gerne im Wald, wir laufen zusammen. Ja, schön. Man könnte es auch Wandern nennen. Also, ja, wir gehen ja auch gerne an Tegernsee. Oder im Schwarzwald. Oder Schwarzwald. Also die Natur hat eine große Bedeutung für uns. Deswegen wohnen wir ja auch im Grünwald, am Waldesrande. Denn wie hat Rilke so schön gesagt, natürlich macht Natur glücklich. Und das ist, stimmt, produziert auch Sinn. Ja. Also insofern haben wir da die Liebe zur Natur sicher, also beide. Und zum Reisen auch ein bisschen, ne? Oder? Reiten ist Josephine. Reisen. Reisen, also ja. Ja, also meine Frau ist der noch größere Reisevogel, ja, da Schütze. Eigentlich am besten immer im Flugzeug. Ich liebe es zu reisen, habe mich jetzt natürlich auch beschränkt. Und wie gesagt, wir haben am Titisee im Schwarzwald haben wir ein Gästehaus Sandfoss. Und das sehen wir natürlich auch gern. Aber auch schnell mal am Tegernsee verbringen wir auch viel Zeit. Und ich liebe Ibiza. Ja, wer nicht? Schon von Jugend an, also ja. Sonne, Sand und Meer und das ist einfach gut. Ein bisschen Freigeist und ein bisschen, verstehe ich dich total, ich liebe die Insel auch, das muss ich auch sagen. Ja, du, wie habt ihr denn das Jahr jetzt für euch so empfunden? Das war ja schon ein sehr spezielles Jahr für viele, glaube ich. Für viele war es wirklich nicht einfach. Ist es auch jetzt, kommt wieder der nächste Lockdown? Hoffentlich werden wir jetzt hier nicht gleich rausgeschmissen. Ich hoffe nicht, dass wir hier weitersenden können. Wie habt ihr das für euch jetzt empfunden? Ihr habt wahrscheinlich weitergearbeitet, gerade wenn man... Wir leben ja in einer epochalen Veränderung aus meiner Sicht und wir versuchen immer alle noch das zu machen, was wir sonst immer so gern gemacht haben, aber im Endeffekt ist ja vieles nicht möglich. Also ich glaube, das ist geprägt von Restriktionen und von Verzicht, ne? Und es ist ja auch, hat ja auch eine Botschaft. Also insofern eine sehr interessante, sehr ungewöhnliche, ganz andere Zeit. So habe ich es in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Ne? Keiner von uns, nee. Es ist schon, das stellt die Menschen auf eine harte Probe. Sowohl was ihr Innerstes betrifft, aber genauso im Außen. Und ich glaube, je weniger man
irgendwie eine Verbindung zu sich selbst, zu seiner inneren Kraft hat, umso anfälliger ist man natürlich auch für Angst, für Panik, für all diese Dinge, die für Kontrollverlust vor allem. Kontrollverlust macht viele Menschen sehr unglücklich. Mhm, und das stimmt, ja. Das, ja, also ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich vor vielen, vielen Jahren damit angefangen habe, so ja, eben auch aus einem gewissen Stress heraus mich dann so zur Meditation hingewendet habe, weil ich was gebraucht habe, wo ich zur Ruhe komme, wo ich irgendwie Kraft sammeln kann, wo ich bei mir sein kann. Und ich merke, wie sehr mir das jetzt nützt, wie ich daraus auch im Vertrauen bleiben kann, so schlimm es auch irgendwie ist, weil die Hoffnung gebe ich nie auf, es wird auch wieder besser und auch das werden wir durchstehen. Ist es auch deine erste Amtshandlung quasi in der Früh, dass du anfängst, Yoga zu machen oder zu meditieren? Ja, also das ist ja alles ein Bestandteil seit vielen Jahren und man hat da natürlich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Obwohl ich muss sagen, ich möchte ja mein Club auch weiterhin auf ja, meine Member ein bisschen unterhalten. Also ich habe natürlich alles auf Zoom umgestellt und mir viele Dinge einfallen lassen, damit man sich sehen kann, wenigstens über Zoom. Und dass man sich austauschen kann. Am Montag haben wir noch eine Christmas Party über Zoom, wo auch der Pavarotti, der Mario Kemp, der ist ein ganz toller Tenor, singen wird. Also und morgen? Morgen? Ja, morgen, genau. Ich schicke dir noch die Einladung. Ja, sehr gut. Super. Ja, ja, schön. Das wäre toll, wenn du dabei bist. Ja, unbedingt. Unbedingt. Ja. Ich schicke morgen noch den Reminder raus, auf jeden Fall. Sehr gut. Um wie viel Uhr? Um 19 Uhr? 19.30 Uhr. Okay, prima. Das genau, weil den Mario musst du hören. Der ist ganz toll. Und ich habe einen Weisheitslehrer, auch den Klaus Eibach, der hat auch die Philosophie der Gefühle geschrieben im Club und der wird über das etwas andere Weihnachten sprechen. Mal schön. So ein bisschen geistiger Input noch, aber ansonsten wollen wir es wirklich sehr lustig und gesellig gestalten. Wie eigentlich immer bei euch. Also ich durfte auch schon ein paar Mal dabei sein und ich fand es immer wirklich schön. Also ich finde, von den Leuten ist es interessant, eure Themen sind interessant. Es sind immer ganz runde, interessante, schöne Abende, muss ich wirklich sagen. Und ihr habt ja angefangen, glaube ich, im Vierjahreszeiten, oder? Da habt ihr euch. Ja, ich habe angefangen im Vierjahreszeiten damals, genau. Mhm. Da war Axel Ludwig noch GM. Und da habe ich ja die große Network Night eben zweimal im Jahr gemacht. Das waren ja 200, 300 Leute im Ballsaal mit Essen und Trinken und mit Top-Speakern. Michael hat den Abend moderiert. Mhm. Und das waren. Ja, und ich hatte mir 10, 12 Co-Gastgeber damals gesucht. Immer einen aus einer Branche von Wempe über BMW, Julius Baer, Ernst & Young und so weiter. Und die haben ihre besten Kunden da dazu eingeladen. Mhm. Und schön. Das. Daniela, das kommt wieder. Ja, das kommt alles wieder. Und wie gesagt, und da habe ich klein angefangen, weil die Co-Gastgeber haben sich alle immer kennengelernt zu dieser Network Night und die fanden sich so sympathisch. Die kannten sich vorher nicht, weil ich habe dann davor ein Essen gemacht, damit die sich kennenlernen, weil sie auch Bestandteil des Abends waren und interviewt wurden. Und dann war so die Idee, was mache ich, um die öfters zusammenzubringen. Ja, so ist der Club entstanden. Mhm. Und dann ganz klein erstmal, da haben wir im Jagdzimmer hatten wir Platz und im Nymphenburger Zimmer und dann sind wir gewachsen und gewachsen. Und dann war es im Vierjahrestag, ja, und dann waren wir in allen möglichen Locations. Im Steigenberger war ich mal. Jetzt im Moment bin ich im Social Room vom Harthaus. Genau. Auch super. Finde ich auch eine tolle Location. Ja, auch im Forsthaus Wernbrunn. Und im Forsthaus Wernbrunn, genau. Genau, das ist nicht so weit weg von euch. Nee, und da kann man tolle Seminare machen. Da mache ich immer so Healthy Saturdays mit tollen Seminaren. Hatte jetzt einen Human Design Workshop noch im Sommer, als es noch ging. Ja, auch das kommt wieder. Das kommt wieder. Das verschieben wir jetzt alle. Das tolle Programm, was ich hatte jetzt für November und Dezember, wird alles nachgeholt. Aber ihr habt euch auch toll angepasst mit euren Zoom-Abenden. Ich finde, ihr macht es auch toll, muss man auch sagen. Es gibt ja auch Leute, die machen einfach gar nichts und ziehen sich zurück. Und ich finde, in der Krise sieht man auch, wer was macht, wer trotzdem irgendwie am Ball bleibt. Das zeichnet ja auch ein bisschen aus. Das muss man dazu sagen. Also ich denke, dass diese Zeit uns allen lehrt, dass unverhofft kommt oft. Und das nichts bleibt. Nicht mehr. Naja, ich glaube, dass das große Learning ist, dass alles, was wir glauben, was sicher ist, eben nicht sicher ist. Und dann ist ja die große Frage, wo kommt überhaupt die Sicherheit her? Und ich glaube,
was Daniela vorgesagt hat. Am Ende werden wir alle lernen, dass die Sicherheit nur in uns selbst sein kann, in der Verbundenheit mit dem Leben an sich und so weiter. Aber das Äußere kann sich schon verdammt schnell ändern. Und aber wenn man mal diese Grundzuversicht gewonnen hat aus der Verbindung mit dem Leben an sich, mit dem Wert und Sterbe, mit der Achterbahn des Lebens und das einfach akzeptiert, dann ist es eigentlich gar nicht, also deswegen war das für mich jetzt dieses Jahr einerseits sehr erstaunlich und sehr, also absolut ungewöhnlich, aber eigentlich auch ein Retreat, eine Art Ashram, wo ich mir gesagt habe, jetzt nutze ich die Zeit und gehe noch tiefer in mich rein und höre in mich rein und so weiter. Und es ist wahnsinnig spannend, was da passiert. Ich glaube, da können viele, könnten auch sehr viel rausziehen aus dieser Zeit. Also gerade wenn jetzt die nächsten Wochen wieder alles dicht ist. Das ist aber manchmal unangenehm, deswegen Ashram. Und Ashram ist ja eigentlich auch Kampf, heißt es nicht nur Retreat und nett und schön. Und das muss man dann halt einfach vielleicht mal akzeptieren, dass man sich mal mit sich selber noch stärker konfrontiert. Also das ist vielleicht eine der großen Learnings aus dieser Phase. Auf jeden Fall muss man agil sein und die Digitalisierung ist, glaube ich, also das ist absolut klar, dass das das große Ding schlechthin ist. Und wenn jetzt dieser Club nicht auch digitale Angebote entwickelt hätte, da hätten wir ja überhaupt keine Kommunikation mehr gehabt. Das wäre ja schlimm. Da habe ich noch einen guten Tipp für dich, auch aus dem Club Maxtinius aus Berlin. Ja. Er ist der berühmteste Futurologe und Zukunftsforscher. Mit ihm hatte ich ein Zukunftsdinner für einen Club im Juli, war das ja, genau. Und er berät Regionen, Länder, Firmen und ist einer der ganz, ganz großen Vordenker und Vorreiter der Digitalisierung, der wahren Digitalisierung. Ah, das klingt interessant. Also der ist wirklich interessant. Der nicht Industriellen, sondern das, was der Einzelne ausmachen kann. Das ist ein ganz anderes Denken eigentlich. Ein ganz anderer Ansatz. Man kann mit ihm auch wunderbar die Zukunft bauen. Also man braucht da keine Angst mehr haben von der Zukunft. Also eigentlich ergeben sich wahnsinnige Chancen durch diesen Digitalisierungsschub, wenn man sie richtig anpackt. Ja? Mhm. Und für einen selber glaube ich auch. Aber es ist erstmal eine schwierige Phase. Das sind schon fast wunderschöne Schlussworte. Wir sind jetzt hier nämlich schon wieder in einer Leichtigkeit über 30 Minuten. Aber ihr Lieben, habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen oder würdet ihr gerne noch was anmerken für unsere Zuschauer? Ich kann nur sagen, ich finde es großartig, dass du das machst. Du machst es wahnsinnig charmant und sehr tiefsinnig. Und von daher finde ich das klasse, dass wir hier dabei sein durften und freuen uns auf jedes weitere Gespräch und jede weitere Begegnung mit dir. Also ich kann noch hinzufügen, dass natürlich jeder, der jetzt dazugehört hat und Interesse hat, auch gern mal zum Schnuppern kommen kann in den Brain and Soul Network Club. Also ich habe ja auch eine Website und er kann sich an dich, Barbara, wenden. Wie gesagt, du kennst es ja auch. Ich leite dann weiter. Ja. Ich leite weiter. Also, wenn jemand ein bisschen ein Feeling kriegen will, kann er ja auf Brain and Soul auf YouTube sich Sachen anschauen oder bei meinem Blog michaelsandfuss.de gibt es bestimmte Hintergrundinformationen. Also man sieht da auch so ein bisschen besser, was da eigentlich so abläuft. Wichtig ist für mich immer, dass es keine Eventreihe ist, sondern dass es letztendlich eine Community, eine Gemeinschaft ist. Und dass da sehr viel außerhalb von Veranstaltungen natürlich läuft. Und das ist auch das Wesentliche. Denn heute, glaube ich, braucht man eine enge Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Mehr denn je. Your tribe, genau. Ja. Und dieser Tribe, Brain and Soul, das ist schon was ganz Besonderes. Und deswegen mache ich da auch, was ich machen kann. Und Daniela hat ja ihr Leben dem verschrieben. Und das, von daher freue ich mich immer sehr, da auch dazu beizutragen und auf alle interessanten Menschen, die da zustoßen möchte. Genau, ich habe ja auch meine beste Freundin, Claudia Reichenberg ist meine Clubmanagerin und Jana Wagenknecht ist auch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin. Also ich habe auch wunderbare Menschen um mich herum, die mich da auch unterstützen. Noch. Ja, Mario, unser IT-Genie. Mario Kempe. Ist eben der Pavarotti, das ist dieser Wahnsinn. Wunderbare Tenor, der morgen Abend singt. Ja, da freue ich mich drauf. Da auch ein IT-Genie. Ja, das ist ein richtig guter Tenor. Ja. Pavarotti. Noch ein guter Tipp für euch. Cooler Name. Für Weihnachten, ein guter Tipp, wir hatten einen tollen Zoom-Abend mit Jens Korsen, dem berühmten Psychologen und Verhaltenstherapeut, er ist ja sehr bekannt, und er hat ein neues Buch geschrieben, Lieben. Und der Talk, den Michael mit ihm gemacht hat, der wird jetzt als Dreiteiler geschnitten und kommt dann auch auf YouTube, auf seine Seite, Michael Sandfuss, und auf Brain and Soul Net. Und es war ein grandioser Talk, also... Kann man wirklich empfehlen, und das Buch ist auch super. Eine Miniserie wird das, ne? Ja. Es ist ja auch so eine Koryphäe, der Jens Korsen. Jens ist, und er schöpft aus über
50 Jahren. Ja, der kommt so cool und lässig so rüber. Und ich finde das immer so großartig, wenn jemand mit einer gewissen Leichtigkeit wirklich so kompakte Dinge auch erklären oder erläutern kann. Das finde ich immer. Heitere Gelassenheit. Heiter, genau. Er ist auch mein Beirat im Club, ja. Also er ist großes Kino und sein Selbstentwickler für die Liebe ist eigentlich im Prinzip auch die Antwort auf deine Frage, wie kann man eine glückliche Beziehung führen. Genau. Und er hat uns auch in schwierigen Zeiten auch schon mal geholfen vor 20 Jahren und so weiter. Also es ist wirklich unglaublich, wie dieser Mann unglaublich jung geblieben ist auch und das schon seit 50 Jahren macht. Ja, zum Thema Jungbleiben glaube ich ja auch, dass wenn jemand wirklich ein interessierter Mensch ist, so wie wir jetzt alle, glaube, dann wird man sich auch irgendwie seine Jugendlichkeit bewahren, auch egal wie alt man ist. Weil wir waren irgendwann mal, haben wir so eine Ayurveda-Kur gemacht und da war ein, der Obermeditationstrainer und der war so, also wirklich, Der war so in sich und der hatte eine Ausstrahlung und der war auch wirklich nicht mehr der Jüngste, was er uns dann erzählt hat. Aber man hat ihm nichts angesehen. Man hat ihm einfach gar nichts angesehen. Und das finde ich so großartig, wenn einem wirklich, ich glaube, wenn man bei sich ist, wenn man immer irgendwie ein interessierter Mensch bleibt, wenn man sich für Dinge weiterhin fürs Leben, für die Liebe, für seine Berufung oder für alles Mögliche interessiert. Ich glaube, das sieht man auch an euch beiden. Ja? Das ist einfach, ihr altert ja auch nicht. Nee, dann bleibt man neugierig. Man bleibt neugierig eben auch. Ja, ja, immer neugierig bleiben. Was noch alles kommt, was man noch alles machen kann. Genau, immer am Ball bleiben und immer auch, glaube ich, ist auch eine Kunst, immer das Neue auch so ein bisschen zu entdecken und das Alte zu akzeptieren. So wie es ist. Oder Dinge auch akzeptieren zu können, dass man sie nicht ändern kann. Genau. Und damit leben. Und damit vielleicht sogar auch gerne leben. Oder ab und zu sich mal neu zu erfinden. Genau. Ist gar nicht so schlecht. Das machen nicht nur Künstler. Umsonst, das ist ja auch, hat den tiefen Sinn. Also man sollte immer wieder mal neue Wege gehen. Auch gut fürs Hirn. Und von daher ist es immer spannend, wenn man auch Neues ausprobiert hat, was dann so passiert. Und manchmal klappt es halt nicht, manchmal klappt es. Das ist auch ganz interessant und das kann ich nur jedem empfehlen. Ja, das ist super interessant. Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Seid ihr dann die gerne kochen oder was macht ihr? Wie gestaltet ihr das? Also unsere Kinder kommen ja, dürfen ja kommen. Kochen die euch? Oder kochst du? Also wir... Wir machen uns gemeinsam glücklich. Wir haben einen Thermomix und der kocht ja fast schon von allein. Aber okay, für den Heiligabend, muss ich gestehen, bestellen wir immer. Dieses Jahr beim Forsthaus Wernbrunn, sonst beim Käfer. Aber Forsthaus Wernbrunn hat ja ein sensationelles Küche und wir versuchen auch hier unsere Gastronomie zu unterstützen und gut, werden uns da gut versorgen mit das Gans und super Ente. Ja, und dann wird bei uns ein Tannenbaum. Die Kinder bestehen nach wie vor, wahrscheinlich mit 60 bestehen sie noch drauf, dass wir einen Tannenbaum machen. Das ist auch ein schönes. Ja, den das ist auch eine schöne Tradition. Das ist ja, den machen wir auch. Also absolut. Stimmt. Also den kaufen wir bei der Hedi Laupert. Das ist eine der letzten großen Bäuerinnen in Taufkirchen. Die ist auch Member in meinem Club. Die hat auch gerade zugeschaut, glaube ich. Ist ein ganz schönes Ritual auch dort. Die hat die schönsten Bäume. Die hat wirklich die schönsten Bäume. Zum besten Preis. Gut, merkst du das nächste Jahr dann. Ja, und dann essen wir schön, wir singen zusammen. Und ja, aber bei uns geht es dann immer gerne in eine Christmas-Party über. Und dann wird auch ein bisschen gedanced und die Geschenke ausgepackt. Und dann ist der Hund mittendrin. Also es ist alles. Also ja, es ist immer wunderschön. Ja, so soll es sein. Super. Und was verschenkt ihr am liebsten? Was wir am liebsten verschenken? Was verschenken wir am liebsten? Ja, also wir tasten das schon im Vorfeld so ein bisschen ab, was gerade gebraucht wird. Ja, manchmal. Von Kleidung über was zum Lesen oder auch mal Geld oder was immer halt gerade benötigt wird. Bei den jungen Läusen, was die so brauchen. Ja, je nachdem, was so benötigt wird. Dann wird umgezogen, da braucht man wieder was für die Wohnung. Also, genau. Es gibt immer gute Gelegenheiten, gute Anlässe. Und Zeit, finde ich auch gut, Zeit zu schenken. Ja.
Das habe ich jetzt auch schon überlegt. Das ist auch das Kostbarste für uns. Genau, dass man irgendwie eine schöne Aktivität oder zusammen irgendwas zusammen macht. Das finde ich dann auch schön. Weil oftmals ist ja unser Alltag auch ein bisschen stressig und es geht dann unter. Dass man sich einfach mal dann auch hinsetzt und sagt, so, wir machen jetzt ganz bewusst das miteinander oder das. Und finde ich auch schön, muss ich auch sagen. Quality Time, ja. Ja, das hatten wir ja auch schon eingerichtet, das ist zu Geburtstagen, dass wir miteinander alle verreisen, unsere Kinder mit ihren Lebenspartnern und wir und da immer einen gemeinsamen Urlaub draus machen. Ja, aber das kommt schon wieder. Kommt schon wieder. Und dann geht's an den TTC. Da geht es eh öfters hin. Aber wir haben auch schon weitere Ziele. Wir waren mal in Marokko zum Beispiel. In der Wüste. Also es gibt schon auch noch andere Ziele. Das war doch nicht Spaß. Muss das Kindern ja auch noch Spaß machen. Und ich sage eigentlich ganz gern da. Ja. Was war denn euer weitestes Ziel, was euch so am besten gefallen hat? Also ich liebe Hongkong. Ja. Meine Frau ist ja so ein Asien-Fan, die ist ganz viel in Asien gewesen. Und ich war beruflich sehr viel in Hongkong, auch in China, obwohl ich Hongkong sehr doch vorziehe, muss ich sagen. Ja, also... Ich war immer ein großer USA-Fan. New York finde ich auch. Ich habe sehr viel in den USA auch zum Teil gearbeitet und ich finde fantastische Ecken in San Francisco, Bay Area und so weiter. Da waren wir mal ein paar Monate auch, genau. Ist wirklich, also, haben wir da gelebt. Das ist schon was ganz Besonderes und da... Und jetzt, ich lerne es in der letzten Zeit mit meinem Freund Luis Spanisch, weil ja die große Südamerika-Tour irgendwann dann auch ansteht. Sehr gut, super. Da war mein Vater auch mal und ich hatte irgendwie ein bisschen Angst um ihn. Und er war auch mit seinem besten Freund und mit dessen Lebensgefährtin. Und das Beste ist, sie war Argentinierin. Und ich habe dann schon gedacht, oh Gott, und hoffentlich passiert ihm nichts und man weiß ja nicht. Aber ihm ist Gott sei Dank gar nichts passiert. Der Einzige, der ausgeraubt wurde, bis auf die Knochen, war eben sein Freund mit dieser Freundin. Und da habe ich gedacht, oh Gott. Ja, die sind das ja gewohnt. Aber es ist ihm sonst körperlich nichts passiert. Das ist schon, ja. Aber es ist natürlich immer so eine Sache, ne? Wenn man dann da reist. Wir werden sehen. Ja, und der Sohn hat ein Semester in Chile gemacht und hat daraufhin natürlich auch ganz Südamerika bereist. Und schön. Der ist aber auch Gott sei Dank gesund wiedergekommen, hat auch alles, auch in Argentinien irgendwo gut überstanden. Sehr gut. Obwohl man dann manchmal Wegzoll zahlen muss und so Dinge, ja. Das ist schon interessant. Andere Länder, andere Sachen. Herbert, hast du noch eine Frage gehabt? Nee? Ich wollte eigentlich nur wissen. Der Herbert guckt nämlich auch zu, hier im Hintergrund. Hallo, lieber Herbert. Viele Grüße. Ich darf immer zuhören. Auch. Ja, egal. Ich darf immer zuhören und zuschauen. Genau, ich hoffe, wir sehen uns bald mal auch, wieder live auch. Ja, ich freue mich auch. Ich habe immer auch ein bisschen Publikum hier. Ja. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie kommen die Leute zu Brandon Soul? Durch Kontakte, dass es weitergesprochen wird oder melden sie sich bei dir oder wie? Ja, die melden sich bei mir oder kommen über einen Member mit. Also, oder sie schreiben mich an und dann nehme ich sie in den Verteiler auf, in den E-Mail-Verteiler für die großen Einladungen und so weiter. Also die finden den Weg. Also eigentlich über die Website oder über Freunde oder sie werden mitgenommen. Also das ist vielfältigst eigentlich. Eigentlich es kommt wirklich auch über die sozialen Netzwerke sind auch schon einige gekommen, muss ich sagen. Da muss Michael noch Main and Soul aufmachen, oder? Man and Soul. Das ist eine sehr gute Idee. Also ich kann nur sagen, es sind so zauberhafte Frauen in dem Club. Ja. Aber ich habe auch Männer im Club. Ich habe ja einen gemischten Club. Also ich habe ja keinen Frauenclub, also nicht, sondern ich habe einen gemischten. Sind schon auch tolle Männer dabei. Ja, ich finde es doch, die Mischung ist doch das Reizpunkt. Ja, ja, klar. Ich finde es auch. Also. Und da wir in einem Land leben, wo das durchaus erlaubt ist, da muss man auch dankbar sein. Eben. Ist es auch in Ordnung. Ja, ihr Lieben, ich danke euch. Da haben wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde, aber wir könnten natürlich noch viel länger sprechen. Wir können noch ewig Die Zeit ist ja wirklich super schnell vergangen. Also wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle und schöne und inspirierende Gespräch auch. Wir haben auch ganz viel Feedback bekommen, dass es toll war und vielen Dank und so weiter und Herzchen natürlich auch. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen... Vielen Dank. Es war ganz toll mit dir, Barbara. Fand ich auch. Einen ganz schönen dritten Adventsabend. Was macht ihr noch? Kocht ihr noch? Oder macht ihr noch irgendwie was Schönes? Ja, wir kochen noch ein bisschen und dann machen wir es uns gemütlich. Ja, und dann, ja, wie gesagt, die Netflix-Serien sind natürlich sehr verhängnisvoll in der Corona-Zeit. Ja, ist doch in Ordnung. Uns wird nicht langweilig. Okay.
Also ihr Lieben, dann wie gesagt, habt noch einen ganz tollen, schönen Abend, einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Du schickst mir ja, das. Auch. Ich schicke dir gleich die Einladung, ja. Freue ich mich. Und den Zoom-Link, genau. Genau, super. Und ich danke auch meinen lieben Zuschauern oder unseren Zuschauern, dass sie heute wieder dabei waren. Wünsche euch auch einen guten Start in die Woche, ein wunderschönes Weihnachtsfest und wir sehen uns bald wieder. Ich keep on going, ne? Keep on rocking, ihr Lieben. Gut, ciao. Bald. Ciao. Danke. Gerne.